Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge City Skylines. In der letzten Folge haben wir die Geschwindigkeiten von den Highways geändert und gehofft, dass das irgendwas bringt. Hat es nicht. Ist blöd. Kann man jetzt aber auch nicht ändern. Und bevor wir das starten, würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst, wenn es euch gefällt und den Kanal abonnieren würdet und dabei gleichzeitig die Glocke drückt, weil ansonsten kriegt ihr sowieso nicht mit, was ich hier hochlade. Dann bringt sie das Abo genauso wenig. Ja, wir müssen jetzt mal schauen. Wir haben ja letztes Mal hier ein bisschen die Holzwirtschaft angekurbelt, beziehungsweise wir haben das erste Holzlager etabliert, was auch fast schon voll ist. Mit 72% bedeutet, wir brauchen jetzt ein paar Fabriken. Aber dafür sind wir jetzt da. Wir nehmen uns jetzt hier die Sägemühle und stellen hier eine hin. Wir haben nicht genug Geld, weil so ein Scheiß kostet 15.000. Obwohl, wir haben doch immer noch Darlehensmöglichkeiten. Nehmen. So. Scheiß drauf. Ich hätte gerne, dass wir das Ganze nicht verkaufen können in Zukunft. So, jetzt haben wir hier schon mal 4 von denen. Und die müssten sich eigentlich relativ bald darum... Nicht genügend Rohstoffe, okay. Dann fahrt mal nach der... Oh Gott, hier stehen, sind wieder überall Ampeln, oder was? Oh Gott, ey. Ampel weg. Ich hasse die Ampeln, die brauchen wir hier nicht. Und wenn, dann sage ich, wann wir die Scheißampeln brauchen hier und nicht das Spiel. Wir brauchen hier auch wieder eine Stromverbindung, wie scheint. Ist das verbunden? Jo, perfekt. Weil jetzt, zack, alles angeschlossen, Strom ist da. Und die haben jetzt ihre Holzproduktion, machen das jetzt zu Schnittholz. Und damit sollten wir noch extra Geld verdienen. Was natürlich für uns genial ist, weil wir machen gerade, oh, gerade mal 600. Nicht so ideal. Aber du fährst nach da unten und verknüpfst dich dann mit all denen dann, ne? Ich habe da gerade so eine Idee. Ich weiß nicht, wie gut die ist, aber sie hört sich interessant an. Und zwar, indem wir denen sagen, hey, ihr dürft jetzt nur noch Folgendes. Geradeaus fahren. Und hier für links und rechts entscheiden. Jetzt tun wir mal Vorsprung und schauen, wie das passiert, weil... Die Idee dahinter ist ja jetzt sozusagen... Oh Gott, hier ist eine, hoffentlich... Oh, hier ist wieder eine Scheißampel. Oh. Kreuzungsrecht. Keiner darf überqueren. Aber die Idee ist dahinter sozusagen, dass halt durch die, das Geradeausfahren sie sich von hinten verteilen, dann wieder nach vorne fahren... Und auf direkten Weg wieder zurück auf die Autobahn kommen. Und sozusagen der Ablauf ein bisschen flüssiger ist. Ich weiß da nicht, ob sich das was bringt, aber probieren muss man es mal. Genauso wie halt die Idee mit hier den One-Way Roads, die wir jetzt mal hier fortführen sollten, weil ansonsten wird es hier echt nichts langsam mehr, ey. Ich laber viel mehr, als dass ich hier was tue und irgendwie... Was passiert hier mit meinen scheiß Straßen? Also jetzt mal ohne Scheiß, wie schaut denn das aus? Schaut aus, als hätte ich den Pumuckl höchstpersönlich eingeladen, ey. So. Das ist ja mal nur eine Brücke. Also vollkommen... Nicht aufregen. Alles gut. Ich weiß nicht, was dieses Spiel vorhat mit mir. Ich glaube, es ist einer meiner Mods, den ich installiert habe. Runter auf deine Knie, du. Das darf ich, glaube ich, nicht sagen. Muss ja auch immer politisch korrekt bleiben, so. Eigentlich, aber ich würde gerne teilweise echt dieses Spielprädikat Arschloch nennen. Wenn es hier überall Brücken baut, was ich denke, so, da das jetzt anzupassen, das könnte schon teuer werden. Ach, mach mal doch mal lieber eine Brücke, ne? Das meine ich! So. Dann führt die Straße nämlich nach oben und hier rein. Und natürlich darf diese Straße... Oh, wir dürfen eine Biopaletten, Sägemehllager, Forstwirtschaft, Arbeitsunterkünfte und kleine baumsätzliche Farm jetzt machen. Das ist cool. Und wir machen 10.000 plus dank der WhatsApp-Gruppe. Folgt der WhatsApp... Gott, das ist gleich die bescheuerte Werbung, die es im Leben gibt, diese WhatsApp-Gruppen-Werbung. Kommt jetzt alle in die WhatsApp-Gruppe. Und ich krieg wieder einen Snap. Einen Snap!
So, okay. Bevor ich hier wieder komplett Ballerballer im Schädel werde, werden wir jetzt erstmal die Industrie hier. Bin schon Ballerballer. Etablieren. So, wir machen wieder mit. So. Wir machen das mal wieder mit Dieter Bohlen. So. Ganz, ganz easy. Dieter Bohlen hilft uns da. Warum auch nicht? Wir müssen gleich mal gucken, wie gut sich das jetzt etabliert hat. Mit dem, wie heißt es? Ah, mit dem Verkehr. Der Verkehr schießt nur so über unsere Autobahnen. Ich weiß bloß nicht, ob es so schlau war, das alles auf unbegrenzt zu stellen. Aber hey, warum nicht? Oh, die bauen. Oh, warum baut die von da hinten? Hey. Mann, ich habe euch von der anderen Seite erwartet, Leute. Ja, und am Ende wollen die genau da in der Mitte irgendwas. Oh, ich sehe sie schon kommen, ey. Wir haben kein Wasser. Wir stehen genau in der Mitte zwischen Wasser und Wasser. Da ist kein Wasser. Das geht nicht. Könnt ihr doch nicht machen mit uns. Wir armen Bürger. Wir sind so arm, wir sind so fein, wir sind Zwerge. Aber hey, Zwerge sind auch Lebewesen. Oder wie Merkel sagen würde, Zwerge sind für uns Neuland. So, jetzt sollte sich das doch alles relativ schnell auch fangen. So, der Vorteil ist halt an dem System, was wir jetzt etabliert haben, dass die Deppen wahrscheinlich am Ende im Kreis fahren werden. Wir schauen jetzt mal, bevor ich hier nicht irgendwas mache. Dadurch, dass das nicht auch Einbahnstraßen sind, sind auch keine Ampeln. Bau eine einzigartige Fabrik. Ach, leck mich doch, ich baue die ganze Zeit einzigartige Fabriken. Und ich weiß nie, wie der hier sagen kann, ich habe kein Holz. Was sagt unser Bericht hier? Industriegebietsinfo. Wir machen aktuell 999 Euro Gesamtprofit. Wir machen aber alles aus Eigenproduktion. Hey. Machen durch den Verkauf hier von Schnittholz 2600. Das ist doch etwas. Verkauf von Rohholz machen wir 800. 40 Tonnen. Wir brauchen noch um einiges mehr an euch Produktionen hier. Da würde ich einfach mal ein paar jetzt aufstellen. Zack. 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 Nicht genügend Kohle. Aber die werden sie jetzt alle hoffentlich bei unserem Lager bedienen. Können wir noch ein Lager hier in der Nähe aufbauen? Sägemehllager hätten wir hier. Und hier hätten wir eine kleine Holzproduktion. Alter, allein ein Lager kostet 5000. Ne? Das ist der Wahnsinn. Aber natürlich, die, wenn du es richtig machst bestimmt und viel in, die, in dieses Industriesystem investierst, hast du am Ende richtig geile Produktion stehen. Ja, gib mir, komm. Stell mal nicht jetzt hier hin. Wie viele Fahrzeuge sind von den Frachtlastern verwendet? 12 von 12. Wir müssen jetzt natürlich. Ah, ich schaue jetzt, lagern die dieses hier ein. Und hier sind noch 0 von 12 unterwegs. Und die werden sich jetzt hoffentlich hier beliefern lassen. Weil dann sind die hier voll. Und mit dem sollten wir auf. Ja, ich würde mal sagen, auf circa 25, 27 Tonnen Produktion kommen. Und dann kriegen wir so an die 4.000, 5.000 allein durch die Schnittholzproduktion. Und ich mag immer anmerken, wir haben noch die Masse hier. Wir haben hier ein riesiges Industriegebiet, was wächst. Wir müssen jetzt unser Gewerbegebiet. Ich würde hier noch ein Gewerbegebiet irgendwie einsetzen gerne. Aber ich weiß nicht, ob ich es wirklich machen will, weil ich weiß, wie sowas endet. Kacke! Warum habe ich denn hier wieder eine fette Kreuzung? Eigentlich das, was ich vermeiden will. Obwohl wir könnten, rein theoretisch ist es ja natürlich möglich, dass wir sagen, okay, weißt du was? Das machen wir jetzt mal hier als Test. Wir setzen die rein hier noch als Industrie, als Gewerbegebiet an. Jetzt können wir mal gucken, Parks. Wir brauchen sicherlich noch 1-2 Parks. Hier kommt noch so ein Park hin. Alter, warum kostet alles so viel? Habe ich irgendwas umgestellt? So.
Wir müssen nicht so ein bisschen mal schauen, dass unsere Leute happier werden. Weil wir machen jetzt die große Parkinvestition. Und setzen überall so ein paar Parks an. Die kosten halt auch wieder so massig Geld. Das ist der Wahnsinn einfach. Ich könnte hier so einen Exklusiv... Der hat gesagt, ich darf den bauen. Will den da außerdem die ganze Zeit schon bauen? Hallo. Weil den stellen wir jetzt so eiskalt hier hin. Wir müssen jetzt einfach irgendwie überall so ein paar kleine Parks hinsetzen, die sich um die verschiedenen Zones kümmern. Weil dann sind die happier und dann kriegen wir, glaube ich, durch die auch ein bisschen mehr Kohle. So. So, dann noch hier eins. Dann ist nicht das da unten eigentlich voll ausgelastet. Wird hier noch einen hinsetzen. Ich würde einfach mal hier was abreißen, um das noch ein bisschen zu zonen. Hier. Und dann nehmen wir nochmal einen anderen Park. Den flachen hier. Und nehmen wir nochmal so einen Hüpfburg. Nee, die Hüpfburg ist zu groß. Dann dieses kleine Teil passt hier noch perfekt hin. Dann setzen wir nochmal eins hier in die Mitte. So, perfekt. Weil ich mag schauen, dass die halt fast alle nicht wirklich komplett rot sind. Also, dass sie weg vom Rot, starken Rot sind. Und schon eine bessere Farbe haben. So. Ich glaube, dann fühlen die sich alle wohler und sind auch gewillter, sich zu erweitern. Auf neue Sachen einzulassen. Wir haben so... Alter, wir haben fast hier nur hochgebildete Leute drin. Was für eine City wohnen wir denn? Wie schaut es bei den großen Gebäuden aus? Okay, da haben wir null hochgebildete Leute. Ja. Hab ich gesagt, dass wir gut sind? Nein. Wir bräuchten vielleicht dann hier nochmal... Ich werde hier vielleicht eine Straße abmachen und hier einfach wirklich so ein kleines Bildungszentrum nochmal errichten oder so. Aber wir sind relativ gut ausgelastet wieder auf jeden Fall. Wir können ja nochmal sagen, dass wir hier nochmal das hier nochmal in Wohnungen umtaufen. Zack. Aber ich glaube, die bauen sich eh noch großteils aus, weil die sind noch gar nicht so weit. Hier, die Verbesserung. Keine Stufeninformationen verfügbar. Die bauen sich nicht auch gerade alle aus. Hier wollten wir eh noch eine Autobahnausfahrt vielleicht bauen. Alter, was geht ab? Mittlere Druckerei können wir... Oha. Und eine große einen großen Holzplatz. Dafür brennt meine halbe Anlage gerade wieder. Ja, super. Kommt jemand mal auf die Idee, die hintere auch zu löschen? Leute, hier brennt's und ich glaube, ich brauche echt mal eine Luftüberwachung hier. Ach, jetzt kommen wir auch drauf, dass das Ding hier brennt. Menschengebäude brennt. So, okay, jetzt hat sich wieder... Jetzt schauen wir mal auf die aktuellen Infos von unserer Produktion, weil hier ist ja 48% voll und du bist zu 62% voll. Also wir haben mindestens 300 Tonnen Holz auf Lager. Alter! Und wir haben ein Müllproblem, wie es ausschaut. Wir machen aktuell durch den Verkauf von... Wir tun nur... Oh oh. Wir bräuchten echt mal eine Holzplantage, ne? Wir tun 34... Wir machen 4600. Ja, ca. 5000. Leute, wir machen das hier easy. Das kommt auch auf die Wochenleistung. Aber dadurch, dass wir noch so viel auf Lager haben auch... Das ist jetzt noch nicht das große Problem, aber ich würde sagen, wir tun einfach zur Sicherheit, was ist das? Eine kleine Baumsetzlingsfeld. Wir brauchen kein Baumsetzlingsfeld, wir brauchen nochmal ein paar Wälder. So schaut das aus. Ehrlich, dann wirst du dir buchen, Wäuderl. Sind das jetzt alles mal buchen hier? Zack. Ich glaube, das funktioniert jetzt relativ gut. Wir haben genug auf Lager auch. Für die nächste Zeit noch. Geld ist auch da. Ja. Dann wäre jetzt gleich mal ein Bildungszentrum angesagt. Der Kreisel hier in der Mitte bewegt sich auch relativ flott.
Und mit dem müsste man sich vielleicht mal was überlegen. Wir können ja mal schauen, wie schaut es aktuell mit Police-mäßig aus. Ja. Sagen wir mal mittelgut. Das war jetzt Feuerwehr. Krankenhausmäßig? Ja, auch ganz okay. Polizeimäßig? Ja, sind sie alle zufrieden. Die Feuerwehr ist halt so. Ich baue eine kleine und das reicht schon. Ne? Kriminalitätsrate ist relativ hoch, aber das geht schon. Ich hasse es, wenn sie sich beschweren und ich weiß nicht, was ich daran ändern kann. Hier nicht genügend Verkaufswaren. Ich glaube, ich sollte mal so ein Frachtzuglagen-Dings da mal einbauen. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt mal einen Daumen nach oben da. Abonniert mir noch nicht. Vergesst nicht, die Glocke zu drücken. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao!